Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute backe ich Engelsaugen. Ich weiß nicht, ob ihr das Rezept zu den Keksen kennt, aber das sind wirklich unheimlich leckere Kekse. Ich habe das Rezept vor einigen Tagen auf Instagram geteilt gehabt und es haben mir wirklich sehr viele geschrieben, ob ich nicht auch das Video dazu drehen kann. Und ich dachte mir natürlich, warum nicht? Es ist ja jetzt auch die Weihnachtszeit, die Keksebackenzeit, eine sehr schöne, kuschelige Zeit auf jeden Fall. Und ich finde auch, diese Kekse passen wirklich perfekt dazu. Ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten. Ich habe hier 240 Gramm Mehl, 70 Gramm Puderzucker, 150 Gramm weiche Butter, ihr könnt aber auch Margarine nehmen, 2 Eigelbe, eine Packung Vanillenzucker. Ich nehme eigentlich immer den Bourbon Vanillenzucker, aber ich hatte leider keinen zu Hause. Dann habe ich noch Prise Salz. Außerdem habe ich hier eine Packung Bio-Zitronenschale. Wenn ihr eine Bio-Zitrone zu Hause habt, dann könnt ihr ruhig auch die Schale davon abreiben. Außerdem habe ich hier noch Himbeerkonfitüre und Aprikosenkonfitüre. Zuerst gebe ich in meine Schüssel Puderzucker. Den werde ich nämlich sieben. Alle Zutaten bis auf das Mehl in meine Schüssel. Ich wollte eigentlich den Teig mit der Hand kneten, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja das Mehl zum Schluss reinsieben muss. So. Und das werde ich jetzt einmal so geschmeidig kneten lassen. So, ihr Lieben, wenn ihr das habt, dann siebt ihr das Mehl rein. Weil wenn ihr euren Mehl auf jeden Fall siebt, dann werden eure Kekse viel weicher. Ihr Lieben, schaut mal, das ist der Teig, der klebt auch nicht an meiner Hand, wie ihr sehen könnt. Wirklich, das ist so ein weicher Teig. Und den werde ich jetzt in Frischhaltefolie einwickeln und ihn auf jeden Fall so eine halbe Stunde im Kühlschrank kalt stellen. Ihr Lieben, nach einer halben Stunde habe ich jetzt den Teig aus dem Kühlschrank rausgeholt und die Folie werde ich jetzt einmal entfernen und den Teig knete ich einmal nochmal mit meiner Hand. Aus dem Teig forme ich so kleine Kugeln und lege es auf mein mit Backpapier belegtes Backblech. Ihr Lieben, wenn ihr das dann soweit habt, dann nehmt ihr einfach so ein Holzteigroller von euren Kindern oder es geht auch natürlich ein Holzlöffel, geht natürlich auch. Ja, dann drückt ihr einfach so in die Mitte von diesen Keksen oder von dem Teig eine Mulde. Ihr könnt auch natürlich den Stiel bemehlen, aber ich finde, so klappt es auch auf jeden Fall. Und das macht ihr dann bei allen Kügelchen. So, danach gebe ich die Konfitüre einfach in die Plätzchen rein. Ich habe ja meine Konfitüre in einen Spritzbeutel gegeben. Ihr könnt es aber natürlich auch mit einem Löffel machen, aber ich finde, so geht es viel einfacher. Thank you.
Mein Backblech gebe ich in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 12 Minuten. Ihr Lieben, die Kekse habe ich jetzt aus dem Backofen rausgeholt und ich werde sie jetzt erstmal aber komplett auskühlen lassen. Ihr Lieben, die Kekse sind komplett ausgekühlt und die werde ich nun mit Puderzucker bestäuben. Eure Kekse müssen wirklich komplett ausgekühlt sein, wenn ihr die auch mit Puderzucker bestäuben möchtet. Ihr könnt natürlich auch Kuvertüre schmelzen und die Kekse damit verzieren. Das geht natürlich auch. Die Kekse, die sind wirklich so lecker geworden. Unglaublich, also wirklich innenweich und die Kekse halten sich auch, wenn ihr sie gut verschließt, 2 Wochen lang. Schaut mal, also sie sehen auch wirklich perfekt aus, auf jeden Fall. Probiert es bitte aus, ihr Lieben, und vergesst mir nicht, eure Bilder zu schicken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen.